Hallo und herzlich willkommen zum neunten Teil von meinem 3DS Max Einsteiger Tutorials. Diesmal mit dem Thema Materialien. Zum Zweck der Verdeutlichung, wie die Materialien sich auswirken, empfehle ich, dass man die Szene, die wir in der Übung 1 gebaut haben, lädt. Dafür geht man hier auf OpenFile, meine erste Szene, öffnen. Hier haben wir einen Tisch, einen Teller und eine Tasse. Der Materialeditor befindet sich hier. Den kann man entweder anklicken oder mit M öffnen. Wenn man nicht diese Ansicht hat, schaut man unter Modes, also Modi, den Slate Material Editor. Hat man eventuell diesen hier. Gleichmäßig kann man hier auch auf den kompakten wechseln. Ich bevorzuge diesen, persönliche Geschmackssache. Einige Funktionen, die ich jetzt anhand des Tisches zeige. Ich habe den Tisch ausgewählt und hier oben ist dieses Material ausgewählt. Die kann man per Linksklick anwählen. Mit dieser Taste, mit dieser Funktion kann man zu der existierenden Auswahl ein Material zuweisen. Der Tisch ist jetzt etwas heller geworden. Am besten benenne ich hier in Um, damit ich das später noch weiß, in Tisch Shader. Damit man Veränderungen in diesem Shader gleich sieht, klickt man auch das hier an. So. Wenn ich jetzt hier die Farbe ändere, auf, sieht man sofort, wie sich die Farbe verändert. Wichtige Funktionen hier. Die Farbe und hier unten der sogenannte Specular Level und der Glossiness Level. Diese steuern Lichtreflexionen, um zum Beispiel einen Eindruck von einer nassen Oberfläche zu bekommen oder etwas, das mehr Richtung Plastik geht, gibt man einen hohen Specular Level, das ist die Lichtintensität, und auch einen hohen Glossiness Level. Hier kann man sehen, wie sich das auswirkt. Oder man doppelklickt hier auf dieses Symbol und hat dann hier nach eigenem Geschmack ein Beispiel Ball mit dem entsprechenden Shader. Wenn ich jetzt hier die Werte verändere, verändert sich das unmittelbar gleich hier in der Voranzeige. Gut, ein Tisch sollte jetzt nicht aus Plastik sein, also wirkt sich das Licht zwar aus, aber der Glossiness-Wert ist nicht so hoch. Und natürlich könnte der Tisch auch etwas weniger rosa sein. Hier kann man entlang der verschiedenen Farbskalen genau den Wert einstellen, den man haben möchte. Oder man klickt auf dieses Symbol daneben, wo jetzt hier None auftaucht, und kann aus diesem Editor unter Maps Bitmap auswählen. Daraus kann man dann ein Bild laden. Hier ist jetzt im Moment nichts drin. Das zeige ich dann im Zusammenhang mit dem nächsten Tutorial noch einmal. Dadurch, dass ich hier in Bitmap hineingegangen bin, bin ich eine Ebene heruntergegangen. Mit Go to Parent kann ich wieder zu dieser Ansicht wechseln. Hier unten gibt es noch weitere Maps. Die zeige ich jetzt mal anhand von dem Teller. Ich klicke den Teller an. Ich nehme die zweite Materialkugel. Nano. Nenne sie nein, ich mache das anders. Ich zeige das anhand der Tasse. Wenn das jetzt eine Glastasse wäre, dann nenne ich das Material Glas Shader. Gleich anzeigen. Und zwar
dieser Tasse zu weisen. Jetzt ein Glas dürfte einen sehr hohen Lichtwert haben bei sehr hoher Glossiness. Ich drücke mal Z, um an das Glas heranzuzoomen. Jetzt kann man auf zwei Arten so etwas darstellen. Man könnte sagen, Glas ist ja durchsichtig, also ändere ich den Opacity-Wert, das ist der durchsichtig, also der Wert für wie durchsichtig ist das. Auf 100 ist er gar nicht durchsichtig. Auf 0 ist er vollständig durchsichtig. Setzen wir mal auf 25. Wenn man jetzt testweise sich das angucken möchte, wie das gerendert aussieht, kann man hier auf die T-Kanne klicken. Ja, wenn ich das Ganze jetzt allerdings realistischer haben möchte, setze ich den Opacity-Wert wieder auf 100 und klicke hier auf Maps. Hier gibt es verschiedene Maps. Der Diffuse Color, da kann man zum Beispiel eine Bitmap hereinladen. Man kann auch tatsächlich verschiedene Maps in den Specular Color oder Level Channel laden. Oder Glossiness, aber dazu eventuell später mehr, das ist schon etwas fortgeschrittener. Wonach wir schauen, ist die Refraktion. Da sucht man sich einen Raytrace. Und wie man hier am Materialball sieht, ist das jetzt durchsichtig. Das stimmt jetzt allerdings nicht so ganz. Deswegen gehen wir nochmal zurück, Rechtsklick, Löschen und legen stattdessen einen Verlauf darauf, Falloff, Doppelklick und wechselt hier den Falloff-Typ auf Fresnel, weil Fresnel ist der mathematische Brechungsindex, also der physikalische. Jetzt kann man sich aus dem Internet den Brechungsindex von dem Material heraussuchen, aus dem das Glas sein soll. Sagen wir mal, das ist jetzt 6,5. Sieht das noch etwas seltsam aus? Ob das wirklich wie Glas aussieht, kann man sehen, wenn man hier anklickt. Dann erschafft es seinen Hintergrund. Ja, das ist nicht ganz das, was wir haben wollen. Weil, wegen dem Schwarzanteil. Deswegen klicken wir hier auf None. Und fügen hier unseren Raytrace ein. Das ist eine Strahlenverfolgung. Ah. Ja, das sieht schon etwas anders aus. Da in der Szene noch kein Licht ist, ist das alles noch nicht so richtig realistisch. So, zurück. Das ist der Glas-Shader. Wie man sieht im Viewport, der hier auf Shaded steht, sieht das noch nicht so aus wie gerendert. Jetzt zur freien Übung. Der Teller, der wird eine Keramik sein. Ja. Mache ich mal auf Englisch. Anzeigen, auf den Teller anwenden. Das dürfte eine relativ helle Keramik sein, mit einem relativ hohen Specular-Wert und auch einem relativ hohen Glossiness-Wert. So. Diese Szene besteht jetzt nur aus einfachen Farben. Zu berücksichtigen ist, dass man hier den grundlegenden Shader auswählen kann. Für bestimmte Materialien, wenn jetzt zum Beispiel dieser Teller aus Silber sein sollte, könnte man sich hier einen Multilayer nehmen. Der zeichnet sich vor allen Dingen durch einen Roughness Value aus. Interessant für Stahl. Und vor allen Dingen hier einen ersten und einen zweiten Specular Layer. Ich wechsle mal zurück zu Blinden.
So, jetzt speichern wir noch das Ganze. Und im nächsten Tutorial in diese Richtung mehr.